nicht erkennen. Nicht auf Anhieb erkennen zumindest. Und so ein Bär hat dann... Ups, so ein Bär hat ja noch die Eigenart. Der ist gar nicht so groß. Doch groß, ja, wie soll ich sagen? Nicht so hoch. Die Schulterhöhe eines Bären ist teilweise deutlich geringer als die eines Rotwildes, eines Wapitis oder eines Elchen. Ja? Ja, der Bär an sich ist vielleicht gerade von der Schulterhöhe gerade so hoch wie ein Reh, also ein Trughirsch hier, so ein Weißwedel von der Schulterhöhe. Rehe haben jetzt den für uns als Jäger den Vorteil, dass sie den Kopf oben haben. Ja, also einen langen Hals noch da drauf haben. Hat der Bär nicht. Der ist ja eher so flach gebaut und dafür langgezogen. Geht in die Breite. So, und das bedeutet, der verschwindet jetzt hinter jedem Stein, hinter jeder Bodenerhebung, je nach Winkel, seht ihr maximal noch den Rücken. Und dann habt ihr da so einen 1-2 mm breiten schwarzen Balken. Und den müsst ihr erstmal sehen. Na, den müsst ihr erstmal erkennen. Und wenn er sich nicht bewegt, ja, dann wie? Ne? Wie? Das ist natürlich dann die berechtigte Frage. Wie wollt ihr das sehen? Ja? Das erfordert eine Menge Übung. Oder man nimmt halt die Spur und geht der Spur nach. Aber der Spur nach gehen, ja, wie die Chinesen sagen, der Bär ist am Ende der Fährte, so weit, so gut. Erstmal müsst ihr eine Bärenfährte finden, dann müsst ihr die, und das ist die große Problematik, verfolgen. Das kann lange Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ihr dann noch sagt, okay, jetzt noch nehme ich den Bogen oder die Armbrust zur Jagd auf den Bären. Ja, viel Spaß, ne? Ja, weil da müsst ihr nicht nur nah ran und nicht gewittert werden vom Bären, nicht, dass ihr den aufschreckt. Oder im schlimmsten Fall euch angreift, aber das kommt wirklich ganz selten vor. Die meisten Fälle kommen dann doch vor, dass das Bären weglaufen. Ne? Also, ich glaube, dreimal wurde ich von einem Bären insgesamt angefallen. Apropos angefallen. Voll lustig. Wohin gerade eben? Jetzt in Hirschfelden war ich nochmal so auf Fanjagd. Muss man ja auch mal machen. Bin ich ja in letzter Zeit kaum zu bekommen. Jetzt die ganze Bearbeitung. Programm. Nein, das Programm ist gut. Man muss es nur bedienen können. Und da lag der Fehler, glaube ich, zwischen den Ohren. Also meinen Ohren. Und ja, greift mich da an, will so ein Keiler an. Aber volle Möhre. Ich hier gleich aufgestanden, ich höre das Grunzen. Ich so, scheiße, das kann doch nicht sein. Also das könnte eigentlich... Ja, man könnte sagen, das kann doch nicht kein Bär sein, weil den hätte ich längst verschreckt. Greift mich dieser Keiler an. Ich da sofort aus der gebückten Haltung hoch und automatisch dann, war Zufall, ich habe nämlich beide Tasten gleichzeitig erwischt, so schnell wie, so panisch wie ich drauf geballert habe auf den Knopf, Laufen eingeschaltet und rückwärts laufenderweise weg. Der ist direkt dann noch ein bisschen Sidesteps, ne, so zack, 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 im letzten Moment. Der ist 30 cm von mir entfernt stehen geblieben. Was soll das denn? Willst du mich verarschen? Nee, das geht so nicht. Ja, Schlafmütze. Ich fürchte... Hallo? Hallo? Jetzt ist er so, hä? Also, dir hat doch jemand was in den Tee getan. Mal ehrlich, bei so einem Treffer bleibe ich doch nicht liegen. Naja, außer natürlich, ich kann nicht mehr laufen. Wirbelsäule Mitte.
denkt, da sind die tot. Ach nee, nur bei Gnix sind die tot, ne? Bei Wirbelsäule Mitte ist er nur querschnittsgelähmt, die arme Sau. Oh, Sünde! Naja, tot ist tot. Wo war ich? Ja, genau, der Keiler. Rennt da so auf mich zu, bleibt 30 cm von mir entfernt stehen. Also das ist gerade so der Abstand gewesen, den ich gerade hingestellt habe. Und guckt mich ganz blöd an. Was ist mit dir los? Hast du keinen Bock, dich über den Haufen rennen zu lassen, oder was? Schrotelte raus, pang, genau zwischen die Augen. Aus die Maus. Also schnell musst du auch erstmal reagieren. Da finde ich aber richtig schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich habe erst überlegt, aber ich habe gesagt, nee, nochmal Hirschfelden, na komm. Naja gut, das war ein Intro, ne? Das nur zu so allgemeinen Vorstellung. Ja, gut, hätte man vielleicht auch noch eine richtige Jagd machen können. Schade, aber das war super ulkig mit anzugucken. Also wäre super ulkig gewesen, wenn ihr es auch angucken hättet können. Komma, aber geht nicht. Hab ich nicht aufgenommen. So, was für ein Bambi haben wir da nochmal? Sieht noch weiterhin aus. Etwa. Super. Ja. Haben wir zwei Elchbullen. Aber was wir nicht haben, ist einen einzigen Bären. Naja. Man kann nicht alles haben. Das meine ich, das ist so das Tolle an Red Feather Falls. Nehmen wir an, hier wären Bären, dann könnte man sie hier, so, auf die Entfernung prima jetzt. Ja. Das ist der Vorteil an Red Feather Falls, deswegen wollte ich das hier zeigen, weil hier eigentlich in der Regel immer Bären sind. Eigentlich immer, in der Regel, kann sein, vielleicht schon. Aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Bären. Der Rekord liegt bei 13 erlegten Bären auf diesem Weg, dieser Route. Gut, zu diesem Zeitpunkt hatte ich glaube ich schon 4 oder 5. Aber wir kommen ja noch in die richtig bärenertragreichen Gebiete rein und dann sollte das auch klappen. So, haben wir dich endlich verschreckt oder? Ist weg, gut. Ja, ich gehe gerne auf den Hügel da oben rauf. Ich glaube, ich komme hier aber nicht durch. Ich glaube, ich liege falsch. Weil natürlich von Anhöhen kannst du immer noch mehr sehen. So, so langsam nähern wir uns eigentlich den Schwarzwegel-Äquator, wie ich so schön nenne. Weil das ist so die Grenze, so langsam, aber sicher kommen wir an die Grenze, wo Weißwedel immer seltener werden, bis hin zu sind gar nicht mehr da, und Schwarzwedel immer häufiger werden. Das ist so auf Höhe dieses Sees etwa, also jetzt dieser Insel mit dem See drin, ne? Da kommen noch ein paar mehr dieser Art, ne? Diese hier zum Beispiel kommt auch noch. Und diese beiden Inseln, da so im Bereich verläuft der Äquator, wo es dann wirklich immer mehr und mehr Blacktails gibt, wenn du von Süden kommst, und immer weniger Whitetails. Natürlich ziehen die, ne, und die ziehen ja auch über diese Grenze rüber, es ist jetzt keine wirkliche Grenze mit Zoll und so einem ganzen Kram und nein, Einreiseverbot für Weißwedel, ne. Aber das sah nach einem Blacktail Bock aus, den wir da verschockt haben. Ja, weniger quatschen, mehr jagen. Oh ja, dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht finden wir den noch.
Lea oder Weibchen. Wenn das dann auch das Tier war. Aber das sah für einen Weißwedel eigentlich sehr bräunlich aus, oder? Ich glaube, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch ein Geweih gesehen habe. Dachte ich. Aber, ja, denken sollte ich lieber anderen Tieren überlassen, die größere Körper haben. Nächster. Schwarzwedel, männlich, flüchtend. Nächster, siehste. Ja, ich habe das Geweih jetzt nicht gesehen. Lohnt sich das? Vielleicht können wir ihn als nehmen. Mal sehen. Nö. Gut. Vamonos. Dann gehen wir. So. Nein, Castrop Rauxel. Castrop Rauxel. Mann, Mann, Mann. Mal die schlafenden Bären überrascht. Also von der Körperstatur so an sich ähneln Bären eher Wildschwein als anderen Tieren. Weil auch von der, vom Gewicht her, ne? Auch nur bis zu 200 Kilo. Und längst sind doch ein bisschen massiger und bulliger als Wildschweine. Aber eher das als Rehe. Ne? Das ist das Problem, weswegen man Bären ganz gerne übersieht. Wobei in manchen Gegenden, jetzt hier in der Tredaforce, ist es schwer, den zu übersehen. Laufen ja überall rum und so ein Bär, wenn er jetzt hinten da, ich sag mal, auf da jetzt rumrennen würde, das wäre ein riesen schwarzer Fleck auf grünem Untergrund, der sich auch noch bewegt. Den zu übersehen wird schwer. Ich ignoriere dich jetzt. Du bist nicht da. Wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich auch nicht sehen. Ja, nee, das klappt nicht. Bringt auch nichts, weil wir wollen ja Bären haben. Ja, der Plan sieht vor, dass wir, wenn wir da angekommen sind, ne, jetzt eine halbe Stunde bummel ich rum, Hunter Meet, ja, eine halbe Stunde ist jetzt gut, eine halbe Stunde rum, dass wir dann weitermachen. Und noch eine halbe Stunde mache ich auf jeden Fall diese Jagd noch. Ich hoffe nur, dass ich da rausschneiden muss. Weil rausschneiden, weil wenn es zu lange dauert, ne? Rausschneiden ist eine dumme Sache.
wenn man jetzt nachträglich den Zeit, ich spreche ja beim Spielen. So. Das bedeutet dann, wenn ich da was rausschneide vom Filmmaterial oder Bildmaterial, dann ist auch mein Blabla zu lang. Dann muss ich da was rausschneiden. Dann muss ich hier was rausschneiden. Aber andererseits eine ganze Stunde, wo nichts passiert, das macht doch auch keinen Spaß. Ja? Weil jedes Let's Play, was du guckst, ist Zeit, die du selber jagen könntest. Na, so habe ich es damals gemacht. Also, ich habe die Minecraft-Let's Plays von Gronkh geguckt. Nein, ich habe die gehörspielt, in Anführungszeichen, und dann selber Minecraft gespielt. Okay? So, im Hintergrund immer. Da fühlte ich mich nicht so alleine. Da hatte ich immer einen zum Quatschen. Naja, ich hatte keinen zum Quatschen. Also der Typ hat gequatscht. Und ich habe einfach nur gesagt, bist du voll blöd. Hallo, linke Kiste. Das hast du die linke. Ach, okay. Jetzt hat das auch gefunden. Na, das wurde aber auch Zeit. Oder so. Nee, das ist, ja. Oder jetzt so, auch so was Lustiges wie, Gronkh, wieso machst du Schaufeln, Spitzhacken? Du wolltest doch eine Axt machen. So, dann, das passiert aber auch beim Quatschen. Ich habe ja auch mal Minecraft Let's Play gemacht. Ja, Minecraft ist überlaufen. Das wäre aus Spaß an der Freude, die eigene Festplatte vollkleistern, aus Spaß an der Freude. Hier den ganzen Kram schneiden, machen, tun und angucken, wollte sich ja eh keiner. Ja klar, ich meine, weil 10 Millionen Spieler hat Minecraft jetzt offiziell. Also 10 Millionen haben sich das Spiel ganz legal gekauft. Ja, gut. Also 10 Millionen, das ist natürlich eine große Zahl. Aber ich glaube, es gibt so gefühlte 12 Millionen Let's Player für Minecraft. Da. Da musst du sehr viel Geduld mitbringen, bis du dann letztendlich tatsächlich das so weit machen kannst, dass du sagen kannst, okay, das rechnet sich jetzt, aber rechnen tut sich das sowieso nicht. Also, rechnen tut sich auch The Hunter nicht, klar, da kriege ich nicht einen Cent für. YouTube-Partner, schön und gut, bin ich nicht. Bis auf Weiteres will ich das, glaube ich, auch nicht werden. Ganz einfach, ja, ich halte das für verwerflich. Es ist ein Hobby von mir. Das macht Spaß. Das soll auch Spaß machen. Aber diese paar Euronen, die es dafür gibt. Apropos Angelsimulator, ne? Jetzt mal eine Angel spielen soll. Ja gut, ist den einen seine Angela, ist dem anderen seine Angel. Ja, nee, und die paar Cent, und das ist dann immer so nervig, wenn da irgendjemand Werbung vorwegschaltet. Ich mag das nicht. Also, ich lasse das Monetarisierungssystem aus, momentan noch. Es sei denn, YouTube zwingt mich irgendwann eines Tages dazu und sagt, pass mal auf, wir stellen dir hier kostenfrei den ganzen Webspace zur Verfügung. Du sagst einfach, nö, ich will hier keine Werbung haben. Das kann man ja. Das kann man ja, kannst du ausstellen. Ist ja keine Werbung. Also vor dem Video sowieso nicht. Das gibt's nur als YouTube-Partner, wenn ich das richtig weiß. Und neben dem Video, so neben deinem Video wird dann ein gesponsertes Video eingebaut. Keine Ahnung. Müsst ihr mal gucken. Also ganz witzig. Geht mal fliegendes Suizidkommando ein. Bei YouTube. Fliegendes Suizidkommando. Wie Life of Brian, ne? Oder wie in Life of Brian. Fliegendes Suizidkommando. Und ihr werdet feststellen, dass daneben dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, so war es zumindest bei mir war es damals sogar noch deutlich höher, als ich das erste Mal geguckt habe, Werbung für das Luftwaffentransportkommando der Bundeswehr kommt. Ah, dafür bezahlen die auch noch Geld, Mensch. So, was habe ich gesagt, Träger? Träger oder Gehirn dahin. Gut. Guck mal, Bär. Weißbär, Braunbär, Schwarzbär. Ja. Hab ich wohl zu laut gequatscht? Dammig.
Ja, der läuft ja nicht aus Spaß weg. Ja, aber den holen wir uns. Heiß, sofort töten. Okay. Das war mir neu, dass auch der Hals sofort tödlich ist, ohne ein Organ getroffen zu haben. Aber irgendwo verständlich. Ja, schön durch die Luftröhre, ja, das wird dann etwas komplizierter mit dem Atmen. Guck mal, echt cool. Bitte, ich seh dir doch. Klar, habt ihr gesehen. Ich kenn euch doch. Ja, das ist es, was ich meine. Man muss ja auch offenen Auges durch die Gegend laufen und sein Auge auch ein bisschen trainieren an die Tierwelt von The Hunter. Richtig ist relativ. Das ist zumindest die Richtung, die wir auch wollen. Dann gehen wir mal gucken. Das ist nicht mehr die richtige Richtung.